Wir sind Anonymous. Wir sind Aktivisten für die Freiheit und Wahrheit. 1 Jahr 3 Phasen. Anonymous ist eine Idee für eine wirkliche freie Welt, in der Regierungen und ihre Motive unvoreingenommen und transparent sind. Anonymous ist eine Idee, wo Menschen für sich selbst und für das Wohl der anderen arbeiten, individuell und kollektiv. Diejenigen, die sich mit Anonymous identifizieren, haben einen gemeinsamen Glauben, der Glaube an Freiheit der Meinungs- und Informationsfreiheit, in einer Welt frei von Unterdrückung und Korruption, in einer Welt des Fortschritts und des Friedens, in einer Welt regiert nur durch die Verfassung. Ist das die Welt, in der wir leben? Was stimmt nicht mit den Menschen, die uns führen? Anonymous ist krank von Unternehmen gesponserte Politiker, illegaler Profit, Kriege, Überwachungskameras. Banker profitieren von dem Geld der Steuerzahler, und das Geld der Steuerzahler, um sich aus der Patsche helfen, Lügen, Betrug, Täuschung geplanter wirtschaftliche Zusammenbrüche, und vor allem die Federal Reserve und der Weltbank, Ökonomen, die Betreuung durch die Tatsache, dass die US-Regierung 14.000.000.000 Trillion verschuldet hat. Diejenigen, die sich Anonymous identifizieren, sind krank von der Regierungen mit der Fähigkeiten, schalten sie alle Handys und Internetverbindungen, zu jeder Zeit. Sie wissen, dass Visionäre, Menschen mit Arbeit, Ideen und Hoffnungen auf eine Welt der Möglichkeiten, den Fortschritt und erstaunlichen menschlichen Errungenschaften arbeiten. Sie wissen, dass es etwas sehr, sehr falsch ist mit dem, was wir essen. Essen, das gentechnisch verändert ist, patentiert und vermarktet von Milliarden-Dollar-Unternehmen. Wussten Sie, dass der Preis für frisches Obst und Gemüse um 40% gestiegen ist? Wussten Sie, dass das Fleisch, das Sie auf den lokalen Lebensmittelgeschäft kaufen, verarbeitet wurde und besprüht mit Ammoniak in einem der verschiedenen Verarbeitungsbetriebe? Wussten Sie, dass Vieh mit Hormonen und Antibiotika gefüttert werden? Haben Sie schon einmal von Chemtrails gehört? Weißt du, warum Fluorid in unserem Leitungswasser ist? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass das Bildungssystem in unserem Land beschädigt ist? Unsere jungen Leute sind nicht die Art erzogen worden, wie sie sein sollte, sind sie nicht gelehrt, die notwendigen Fähigkeiten zu haben, um sich selbst zu versorgen, um ein kleines Unternehmen zu gründen oder zu investieren. Ihre Gehirne sind eher als Lager für nutzlose Fakten statt Zentren für Entwicklung des Denkens und Leistung. Warum ist es nur ein Fehler? Anonymous weiß, dass die natürliche Heilung für verheerende Krankheiten in den Keller geht. Die Entwickler dieser natürlichen Heilungen, die ihr Leben damit verbringen, zu helfen, die menschliche Rasse zu erhalten, werden ihrer Approbation entzogen. Warum? Pharmazeutische Unternehmen verkaufen teure Medikamente, die schrecklichen Nebenwirkungen verursachen, während Versicherungen das Recht haben, ihre Berichterstattung auszusetzen, wenn es zu viel kostet, um dich am Leben zu erhalten. Erkennen Sie ein Muster? Anonymous tut es. Anonymous weiß, dass die Säuglingssterblichkeit in den Vereinigten Staaten und Kanadas Westküste um 35% seit März 2011 stieg, nach dem Erdbeben in Japan und dem kompletten Zusammenbruch von 3 Kernreaktoren, nicht wahr? Sie fragen, warum diese Information nicht in den Nachrichten kommt. Anonymous hat und wird immer den freien Fluss von Informationen unterstützen. Im Dezember des Jahres 2010 unterstützte Anonymous WikiLeaks durch eine Reihe von Cyberoperationen, weil WikiLeaks war ein Versuch am freien Fluss von Informationen. Anonymous nimmt drastische, aber friedliche Aktion gegen die Unterdrückung der Freiheit. Anonymous will, dass sie die Transparenz in der Regierung und Banken, Pharma, Agro, Bildungs-, technologische und finanzielle Branchen gefragt wird. Anonymous hat daran gearbeitet, die Lügen und Korruption in der Regierung zu entlarven und wird dies auch weiterhin tun. Anonymous ist eine Idee, dass sie alles in Frage stellt. Informieren sich und erziehen sie sich selbst. Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nichts, erwartet uns.